Also die Kneipe müssen wir finden, sozusagen. Vor allem hier sind die ja kaum zu sehen, diese Fledermäuse. Nach dem Kampf wären sie praktischer. Ja, das stimmt. Zeitlos. Ne? Du kannst ja auch heute noch alle problemlos irgendwie spielen. Also Golden Axe macht ja auch Wahnsinn, heute noch Spaß. Genauso viel Spaß wie vor 30 Jahren irgendwie. Ne? Und das ist halt auch eine Grafik, die super geil gealtert ist einfach. Das gucken wir uns ja auch echt heute ja noch gern an. Und irgendwo waren diese ganzen Beat'em-ups natürlich alle gleich, ja, aber irgendwo doch ganz unterschiedlich immer. Ne? Jeder auf seinem eigenen Level irgendwo. Das hier mit dem Ring ist auch richtig cool gemacht. So ist das natürlich nicht so gut, wo man hier durchläuft. Ah ja, da haben wir neue Gegner, die Hunde. Oh ja, aber eine andere Musik. Stimmt. Fällt mir gerade so auf. Das ist mir beim ersten Mal, als wir es gespielt haben, oder das letzte Mal, gar nicht aufgefallen. Ich nehme alles zurück, es gibt eine zweite Musik. Aber die erste kommt auch nochmal, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich glaube, im Gefängnis hatten wir es. Das kann sein, ja. Die Schlüssel werden auch nirgendwo angezeigt. Die werden einfach so irgendwie gesammelt. Und in dieser Bonus-Stage entsprechend. Ich glaube aber, selbst dann gibt es keine Anzeigen von den Schlüsseln, oder? Ich glaube schon. Ja, aber gab es nicht schon einen Anzeigenschlüssel? Eine Anzeigenschlüssel. Eine Anzeige der Schlüssel. So. War ja auch so, dass wir da zwei Schlüssel pro Truhe gebraucht haben. Das ist richtig, genau. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, doch, ja, doch, du hast recht, aber da gab es irgendeine Anzeige. Die Gegner blocken auch teilweise ab hier mit den Schilden. Mhm. Die werden auch gerade so ein bisschen schwieriger. Er lebt noch. So, Kneipenschlägerei. Das mit dem Feuer finde ich hier ganz cool gemacht. Dieses Rotgeflacker. Dann haben wir auch einen neuen Gegnertyp wieder, einen Henker. Das ist so ein Typ mit der Henkersmütze. Yeah.
Der Typ ist auch neu, ne? Mhm. Schwert. Ja, das ist für mich eher so ein Assassinenmesser. Ja, oder sowas, genau. Das nächste Food sollst du mal nehmen, glaube ich. Ja, wäre nicht verkehrt. Wir sind ja in einem Ruck. Hätte ich beinahe gesagt, in einem Restaurant. Warum denn nur? Kann ich ja gar nicht verstehen. Das war schon mal gut. Schlüssel? Auch cool. Achtung, hier hinten kommt noch einer. Man weiß halt immer, dass der Gegner auch wirklich besiegt ist, wenn er was fallen lässt. Ja, richtig. Solange nichts runterfällt, lebt er noch. Und solange er nicht einen theatralischen Schrei von sich gegeben hat, dass er bleib doch mal kurz stehen, da hinten kommt noch einer. Achso, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Nein! Oh. Ja, das wäre mein Händchen gewesen. Auch die Schreie erinnern mich irgendwie an Gorgon. Meinst du? Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, da haben die Gegner auch immer so geschrien, wenn sie hinüber waren. Ja, das ist richtig. So, ich könnte mal so ein bisschen Essen gebrauchen. Yep. Ja, Magie auch nicht schlecht. Nicht ganz so viel gebracht. Nichts zufrieden, Herr. Nee, nie. Kennst mich doch lang genug. Sollst du doch wissen. Gegner gesucht gerade. Man sieht auch so viel hinter den Säulen. Er ist immer noch nicht tot. Ich glaube, jetzt kommt noch nicht mehr viel hier. Ach, das wollte ich. Problem hatte ich schon mal, man muss oben durchlaufen. Oh, one up, sehr gut. Gut. Ach, der Kollege. Auch da versuchen wir immer wieder, das ist noch schwieriger. Er darf auf jeden Fall, wenn möglich, nicht das Fass in die Hand nehmen. Ja. Gar nicht so doof gerade. Jetzt fassen der Hand. Ich mach mal Magie. Oh. Das ist auch eine geile Magie. Das ist ein Piratentotenkopf. Na komm, werden wir noch kaputt kriegen, den Kollegen hier. Hat er dich kaputt gekriegt. Nein! Doch ein Leben verloren. Verdammt. Jetzt hast du. Jetzt haben wir aber. Sehr schön. Puh, ich bin aber auch kurz vor Leben verloren. Ja. Boah, dieses Gefühl.
Flagge. Das ist echt der Hammer. Ja, da kriegst du mal kurz aufgezeigt, wie viele Schlüssel du gefunden hast. Ach ja. Und insgesamt hast. Ich glaube, die nächsten gehören dir. Ich glaube auch. Ich glaube, jetzt kommt aber auch der Level mit dieser Bonus-Stage. Es ist die Bonus-Stage. Ah, hier steht auch, wie viel die kosten. Ein, deiner hat zwei gekostet. Wieder ein. Dann müsste wieder aufgehen. Ja. Drücken. B. So, springen. Ah. Ich habe eh keine Schlüssel. Doch einen noch. Ein Schlüssel ist da drin. Sehr nett. Ich brauche zwei für den. Ja, kann ich mehr. Kann man zusammentun. Du hast noch drei Schlüssel. Hä? Ach, das andere war die anderen. Verdammt. Oh Mann. Also manchmal, ja, zweifelt man ja am eigenen Verstand irgendwo, ne? So, jetzt kriegen wir aufgezeigt. Jetzt gibt es den Weg hier rüber bis zu, ja, was auch immer. Gucken wir mal. Bis zur Ruine. Ruine, das ist gut, ja. Das klingt logisch. Stage 2, the Black Temple. Go to the Black Temple and destroy the evil wizard. Bis zum Wizard sind wir auf jeden Fall schon mal gekommen, aber Blatt gekriegt haben wir den, glaube ich, noch nicht. Da ist aber wieder die erste Levelmusik jetzt. Ich wusste, sie kommt nochmal. Ah, ein Schlüssel. Ja, die Bogenschützen muss man ein bisschen im Auge behalten. Die sind zwar auf Distanzangriff natürlich aus, sind aber auch mit dem kleinsten Kratzer schon kaputt. Ja, die haben alle nur einen Treffer, glaube ich, irgendwie, ne? Ja. Also, wenn die einmal umgenietet hast, dann war es das auch. Da reicht auch die Sprungattacke. Echt? Habe ich gerade zumindest ausprobiert. Okay, na dann wird es stimmen. Verdammte Finger. Immerhin lassen sie was zu essen, das ist ja auch schon mal gut. Gegner ja Rambazamba machen. Mhm. Und da sind wir schon an der Ruine. Ja, also wie ihr seht, diese Schildfunktion hier. Also wir benutzen sie eigentlich nie, muss ich sagen. Das lässt sich auch so spielen. Ohne Probleme. Und wie gesagt, auf X habt ihr ja noch diese Special-Attacke. War auch schon ganz, ganz selten jetzt aber mal verwendet. Ja gut, der soll das jetzt halt auch gar nicht gesehen. Neuer Gegnertyp hier, die Magier. In der Kutte. Bisschen mehr vom Spielfeld sieht. Das schmeißt ja quasi einen Stein. Aber ihr seht, das zieht Energie ab. Und zwar nicht gerade wenig, also das sollte man nicht oft machen. So, wir kommen wieder in eine flackernde Umgebung.
mit den Fackeln. Ich finde das toll gemacht. Mhm. Ich find echt super. Schade. Ja, toll. Da habe ich immer das Brot. Da wäre das Essen gewesen. Super. Ich habe irgendwie gedacht, ich wäre der mit dem Schwert. Das fragt mich nicht, wie ich gerade auf die Idee gekommen bin. Gewundert, dass der Rhythmus, in dem ich schlage, gar nicht mit dem Schwert übereinstimmt, das da oben schlägt. Ja, wo wir wieder bei Mario wären. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich bei Mario Kart schon gedacht habe, ich bin relativ weit vorne und bin in Wirklichkeit einfach nur gegen die Wand gefahren. Neue Gegner, Skelette. Willkommen bei Golden Eggs. Ja. Wobei die bei Golden Eggs noch schwieriger waren. Die hatten ja teilweise eine richtig fixe Attacke drauf. Mit ihrem Säbel. Ich wollte gerade sagen, wenn du... Jetzt musst du es übertreiben. Ja, jetzt sind wir aber wieder gleich auf. Beide drei leben. Die nächsten Mana-Tränke sind auch mal dir, ne? Ja, wäre ganz nett. Von dir, Martin. Ich finde auch das hier grafisch ist echt so geil gemacht, einfach alles. Jetzt hier hinter dieser Glasscheibe, ja. Sau gut. Und du? Jetzt hättest du es besser gebraucht. Ja. Hey, Schlüssel. Ach jo, komm. Dort. Schon besiegt. Wir sind ja noch bis ins Gefängnis irgendwann mal gekommen, ne? Ich glaube, hier kommt dieser Magier, der Endgegner jetzt. Ja. Dann hat man doch schon mal besiegt. Warte, der ist immer noch nicht. Ey, das dauert wieder. Gut, Ding will Weihnachten haben. Ja, 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 ja. Ist schon recht. Ah, da ist er doch, der Kollege. So, Meister. Hier ist unsere Taktik mit ihnen einkesseln gar nicht so einfach umzusetzen. Merkt nämlich hier schweben. Richtig. Die Energie hat mir
jetzt auch nicht so wirklich viel Energie abgenommen, muss ich sagen. Ah, der Martin kann mir ja gleich dreimal hier eine einschenken. Das bringt doch gar nichts. Das bringt gar nichts, gell? Dann heben wir sowas vielleicht doch lieber auf. So. Das hier mal. Nein, wir haben verloren. Ach komm. Getroffen gerade. Ja, jetzt habe ich auch ganz verloren. Aber den schauen wir doch. Den kriegen wir. Ach, das war jetzt. Müssen wir erst das Vieh hier kaputt machen. Also ihn ansonsten gar nicht treffen können. Bringt ja nichts, hatten wir ja gemerkt. Ich bin tot. Ich kann schon freuen wollen, dass du ihn hast, aber der hat sich nur weggebeamt. Das war's wieder. So, Meister, jetzt aber mal hier. Jetzt haben wir. Letzter Treffer. Sehr gut. Sehr gut. Ja, beide 21 Feinde vernichtet. Mhm. Und ich habe 9 Schlüssel und du nur 5. Immerhin das haben wir jetzt mal beibehalten, dass ich ein paar mehr Schlüssel aufgesammelt habe. It is Bonus Time. Pick up Gold Coins quickly. Wobei, was das bringt, außer Punkte, weiß ich auch nicht. Es kann sein, dass es irgendwann extra Leben gibt, ab einer bestimmten Punktzahl. Das weiß ich echt selber nicht mehr. So. Und weiter geht's. Hier rüber. Zum Turm. Stage 4, the old mill. Go to the old mill and destroy the evil guardian. Das müsste dieser Drache von der Verpackung hinten sein. Das ist aber auch kein Turm, sondern eine Mühle. Gut, so ein bisschen ist die Mühle am Turm. Achtung, Gegner vor dir. Ja. Wir haben mal einen Safety-Blick auf unsere Audioaufnahmen geworfen, ob die denn auch wirklich laufen. Ich weiß gar nicht, warum du lachst. Oh. Bist du etwa noch von unserer ersten Aufnahmesession, die wir jemals gemacht haben, etwas gebrandmarkt? Ja, war die allererste Aufnahmesession. In der allerersten Folge. Da darf ja ruhig mal was schief gehen. Na klar. Da war mein Kopf auch angeschnitten im Bild bei der Moderation. Ah, herrlich. Was ein Glück, gibt's kein Friendly Fire. Mhm. Dann wäre das Spiel wirklich richtig heavy. Dann wäre das richtig schwer. Dann wären wir auch nicht so weit gekommen bis jetzt, glaube ich. Nimm du mal schnell das Essen. Ich
Noch gar nicht so. Ja, aber mehr als ich. Also ich habe volle Energie gerade. Ich jetzt auch wieder fast. Bisschen macht er jetzt nicht so viel aus. Da wird's noch ein. Ach, das war der Typ mit dem Netz. Genau, und das ist geskriptet, der erschießt einen, also er schießt, klingt jetzt so martialisch. Er fängt an. Danke. So, the jail, escape from the jail and get back all your items. Guck mal, ich lieg da noch und schlaf. So, weg mit der Tür und auf geht's. Aber so ein Hochheben und Wegwerfen vermisse ich schon. Ich wollte es vorhin auch schon sagen. Das ist, oder dieses Draufkloppen von oben, wenn die irgendwie sich mal hingekniet haben oder so, das war bei Golden Axe schon richtig geil. Ne? Ja, oder auch bei Streets of Rage kannst du ja auch die Gegner nehmen, kannst mal drüber springen, irgendwie noch einen anderen Move machen. Ja. Das ist schon ganz geil gewesen. Ich habe beide extra Leben eingesammelt, Entschuldigung. Das war nicht meine Intention. Ich habe schon gedacht, ob das richtig war, dass wir da runterfallen, aber das war richtig. Ach ja, so, den kann man aber wiederum, glaube ich, ganz gut von links und rechts einkesseln. Wenn ich das auch mal zulassen würde. Ja, das ist sehr gut. Das ist das beste Mal. Guck mal. Vielleicht wir den kriegen. Na, was fällt dir ein, umzufallen? Das gibt's nicht. Hey. Sehr gut.